Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Schlüssel für deinen Erfolg bzw. auch für deinen Erfolg mit Frauen. Viel Spaß beim Video. Also, es geht für den Channel natürlich um das Thema Erfolg mit Frauen. Es geht um das Thema, wie man ein erfolgreicherer Mann wird, wie man sich ein Leben gestaltet, ein Liebesleben, ein Leben im Allgemeinen, das man gerne lebt. Das ist unser Thema hier, darüber reden wir immer wieder. Und ich belese mich viel darüber. Ich belese mich viel darüber und das nicht nur in irgendwelchen spirituellen Richtungen, wo das Ganze dann doch manchmal ein bisschen ungreifbarer ist, sondern wirklich auch in wissenschaftlichen Richtungen und bin da über ein Konzept gestolpert, das der größte Prädikator ist, also der größte Vorhersager von Erfolg im Leben allgemein, aber auch von Erfolg mit Frauen. Und was es damit auf sich hat und wie du das in deinem Leben stärken und anwenden kannst, das will ich dir jetzt eben hier erklären. Ja, es gibt da draußen immer wieder verschiedene Theorien. Ah, was braucht man, um erfolgreich zu sein im Leben? Einer der Faktoren, den man schon wissenschaftlich ausgrenzen konnte, ist IQ, also Intelligenzquotient. Je höher dein IQ ist, desto wahrscheinlicher ist es, und das ist wissenschaftlich so belegt, je wahrscheinlicher ist es, dass du im Leben erfolgreich wirst, bedeutet, dass du dein Leben im Griff hast, im Sinne von finanzieller Erfolg, familiärer Erfolg, Erfolg in Beziehungen, aber auch gesundheitlicher und ja, Sport, Lifestyle-Erfolg, um es mal so zu sagen. Das heißt, je höher deine IQ, desto besser rangierst du in den meisten Fällen auf dieser Skala. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass viel Bildung, viel Wissen dir natürlich andere Möglichkeiten gibt. Denn wenn du zum Beispiel nichts weißt von gesunder Ernährung und den Vorteilen von Bewegung und du machst es deswegen nicht, dann hast du halt die Vorteile davon nicht, weil du es einfach nicht wusstest, weil dir vielleicht die Intelligenz gefehlt hat, diese Dinge zu recherchieren oder diese Dinge zu verstehen oder Quellen, auch Quellen zuzugreifen, wo du diese Informationen erhalten kannst. IQ ist so ein Ding, das ist nicht wirklich steigerbar. Du hast halt deinen IQ und du kannst ihn vielleicht noch ein paar Punkte verbessern, aber du kannst ihn an sich nicht wirklich steigern. Klar, du kannst zum Beispiel lernen, dir Dinge besser zu merken. Du kannst lernen, besser in Mathe zu sein, indem du halt immer wieder Matheaufgaben machst beispielsweise oder Textverständnis. Das sind so räumliches Denken, sind so klassische Dinge, die in einem IQ-Test immer wieder vorkommen. Aber du kannst es halt nicht großartig erhöhen. Den anderen Faktor, von dem ich jetzt hier rede, den kannst du erhöhen und der scheint sogar ein noch größerer Prädikator, also ein noch größerer Vorhersager zu sein für deinen Erfolg im Leben und auch für den Erfolg mit Frauen. Der Erfolg mit Frauenteil ist nicht wissenschaftlich belegt, den habe ich da reingedichtet, weil es heißt Erfolg im Allgemeinen und ich sehe das auch. Ich verstehe, wo der Unterschied liegt zwischen meinen erfolgreicheren Coaching-Teilnehmern und denen, die weniger erfolgreich sind, zwischen erfolgreichen Männern mit Frauen und denen, die weniger erfolgreich sind. Wenn man jetzt mal von solchen Faktoren absieht wie, hey, wie gut kannst du flirten, wie gut siehst du vielleicht aus, diese Dinge mal außen vor gelassen. Und die eine Sache, von der ich hier rede, ist Selbstkontrolle. Man nennt das auch Willenskraft und das ist nicht so ein Wischiwaschi-Konzept wie zum Beispiel Selbstliebe, also das sind so Konzepte, die kann man einfach wissenschaftlich kaum greifen. Nein, Selbstkontrolle, Willensstärke, das ist wissenschaftlich schon sehr greifbar, schon sehr gut untersucht und es ist so, dass das der allergrößte Prädikator ist für deinen Erfolg im Leben, aber auch für den Erfolg mit Frauen. Selbstkontrolle, Willensstärke bedeutet halt einfach, um es dir mal in einem Praxisbeispiel zu erklären, du bist auf der Straße unterwegs, willst die Frau ansprechen, die dir gefällt, natürlich ist dein innerer Widerstand, du hast gewisse Ängste, gewisse Sorgen, aber auch auf gewisse Art und Weise möchtest du sie ansprechen. Und wenn du halt viel Selbstkontrolle hast, viel Willensstärke, dann schaffst du es, die Frau anzusprechen und kommst halt diesem Ziel näher. So einfach ist das. Und das ist auch schon der ganze Mechanismus, der erklärt, wie diese Selbstkontrolle, diese Willensstärke dafür sorgt, dass du ein erfolgreiches Leben führst. Anderes Beispiel, du bist irgendwie auf der Arbeit und willst aufsteigen und dafür musst du sehr viel arbeiten und ein gewisser Teil von dir wird nicht so viel arbeiten wollen. Das ist der Teil, der mehr so im Jetzt lebt. Der andere Teil möchte halt diesen Erfolg erreichen. Und es braucht diese Willensstärke, diese Selbstkontrolle, um langfristig an Zielen dran zu bleiben, an Zielen arbeiten zu können. Deswegen ist das so ein großer Vorhersager für Erfolg in der Zukunft. Selbstkontrolle. Du kannst dir das so vorstellen, hier ist der eine Teil von dir, das ist der so bin ich gerade Teil und der andere Teil von dir, der so wäre ich gerne Teil und die stehen immer so ein bisschen in Konflikt miteinander. Ja, gutes Beispiel, du willst fit werden und abnehmen, aber jetzt im Augenblick steht da leckeres Eis vor dir und du musst halt entscheiden, welches Ich stärkst du jetzt, dein jetziges Ich oder das Ich der Zukunft? Und es ist natürlich einfacher, sein jetziges Ich zu wählen, denn das ist die sofortige Belohnung. Und Menschen mit hoher Selbstkontrolle, hoher Willenskraft, die schaffen es halt öfter, diese in Zukunft
Zukunft Entscheidungen zu treffen. Und deswegen haben sie den Erfolg, von dem ich jetzt eben gesprochen habe. Und jetzt natürlich die spannende Frage, okay, Willenskraft, Selbstbeherrschung. Vielleicht denkst du dir, boah, da habe ich nicht besonders viel von. Ich habe keine großartige Selbstkontrolle. Das Tolle ist, selbst wenn du jetzt gerade keine hast, kannst du sie aufbauen. Und ich werde jetzt verraten, wie. Wie bereits gesagt, Intelligenz kannst du nicht groß verändern. Diesen Punkt kannst du verändern. Natürlich nicht, kannst jetzt nicht der ultimative Master der Selbstkontrolle werden, wenn du von vornherein irgendwie schlecht dastehst. Ganz klar, aber du kannst diesen Bereich verbessern und kannst dafür sorgen, dass du mit mehr Selbstkontrolle den Erfolg in deinem Leben kriegst und auch mit Frauen, den du haben willst. Ja, ich hoffe, das mit Frauen hat sich jetzt auch logisch ergeben, denn wenn du in der Lage bist, in jeder Situation Frauen anzusprechen, wenn du in der Lage bist, dich frei und mutig auszudrücken, weil eben deine Selbstkontrolle da ist, weil du diese Ängste kontrollieren kannst, dann bist du natürlich deutlich erfolgreicher mit Frauen, ganz logisch. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mal diese Sachen wie Aussehen, wie gut bist du im Flirten, erstmal abgezogen, denn das sind halt Sachen, die kommen mit der Zeit oder die kannst du auf anderem Wege verbessern. So, also, wie verbesserst du jetzt deine Selbstkontrolle bzw. dein Willen? Man könnte vielleicht auch Selbstdisziplin sagen, das kommt ungefähr alles aufs Gleiche hinaus. Du verbesserst das auf verschiedene Arten und Weisen. Die erste Sache, und deswegen mache ich das immer wieder mit meinen Coaching-Teilnehmern regelmäßig, ist Meditation. Ja, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum Persönlichkeitsentwicklungsleute immer von Meditation reden. Ja, Meditation sorgt zum Beispiel dafür, dass du weniger depressiv bist, dass du allgemein deine Emotionen besser spüren und kontrollieren kannst, dass du allgemein ruhiger bist, wenn Dinge passieren. Aber es sorgt eben auch dafür, dass dein präfrontaler Kortex, das ist der Teil hier, Vorderteil in deinem Gehirn, der für die Selbstkontrolle verantwortlich ist, ein ganz neuer Gehirnteil, die Meditation sorgt dafür, dass dieser Teil gestärkt wird, dass da neue graue Materie entsteht mit der Zeit. Und das geht sogar ziemlich schnell. Eine Studie hat herausgefunden, dass schon 11 Stunden des reinen Meditierens, was nicht viel ist, wenn du, sage ich mal, jeden Tag 10 Minuten meditierst, ist das... Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber dann ist es... Okay, dann dauert es ein bisschen länger. Aber nehmen wir mal an, du machst jeden Tag eine halbe Stunde, was ja jetzt auch nicht außerhalb der Vorstellungskraft ist. Dann hättest du es innerhalb von 2 Wochen bereits ungefähr geschafft. Ich weiß nicht, ob die Rechnung richtig ist. Ja, die ist richtig so. Nein, die ist falsch. Ist auch egal. Auf jeden Fall dauert es nicht lange, wenn es 11 Stunden sind. Und schon nach 11 Stunden meditieren konnte man feststellen, dass die Selbstkontrollfähigkeiten deutlich besser ausgebildet waren. So, ich habe das selber gemerkt, als ich auf dem Meditationscamp war 10 Tage. Danach hatte ich eine unglaubliche Selbstkontrolle. Und auch in der direkten Zeit danach, wo ich jeden Tag 1 Stunde meditiert habe, also ganz anders. Ich hatte eine ganz andere Disziplin, eine ganz andere Selbstkontrolle. Dinge, wo ich sonst gezögert hätte, wo mich meine Gedanken aufgehalten hätten, haben mich in der Zeit nicht aufgehalten. Da sind die meisten meiner Infields-Videos übrigens entstanden. Das war immer so eine Sache, wo da musste ich mich so durchringen, weil es ein sehr anstrengender Prozess ist, ein sehr nerviger Prozess auch sein kann. Und das ist alles in dieser Zeit entstanden, wo ich diese verbesserte Selbstkontrolle hatte. Ich habe dann diese Gewohnheit des Meditierens irgendwann aufgegeben, beziehungsweise habe es weniger gemacht und dann unregelmäßig. Und deswegen wurde das auch wieder schlechter. Das kann ich ganz klar so in meinem Leben beobachten. So, du kannst also zum ersten Mal meditieren, um das zu verbessern. Weil beim Meditieren ist ja genau das passiert da ja. Ja, wie zum Beispiel bei der Vipassana-Meditation, die ich da gemacht habe, du beobachtest halt Dinge in deinem Körper. Jetzt nehmen wir mal an, du sitzt einfach da, jeden Tag 10 Minuten reichen eigentlich, sitzt da, setzt dich ruhig irgendwo hin, wo du dich nicht anlehnen kannst, sitzt gerade und bewegst dich wirklich für die 10 Minuten gar nicht. Das ist ein wichtiger Teil dieser Meditation, um die Selbstkontrolle aufzubauen, dass du dich nicht bewegst, denn das braucht natürlich Kontrolle und die sollst du ja aufbauen. Na, auch wenn irgendwas juckt, wenn irgendwo was zwickt, kratz dich nicht, bleib ruhig sitzen. Ich weiß, das ist schwierig, aber das ist genau der Aspekt, der die Selbstkontrolle aufbaut. Achte auf deine Atmung. Wenn deine Aufmerksamkeit von deiner Atmung zurück in die Gedanken geht, was immer passiert, zurück zum Atmen bringen. Das ist deine Aufgabe in dieser Meditation. Mach das jeden Tag 10 Minuten oder 30, so wie ich, und du wirst merken, dass die Selbstkontrolle deutlich einfacher fällt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass du dir gewisse Herausforderungen oder Aufgaben stellen kannst. Das heißt, alles, was du am Tag machst, was eine gewisse Selbstkontrolle erfordert, stärkt auch deine Selbstkontrolle. Ja, im ersten Moment zieht es dir ein bisschen Energie ab, die du fürs Selbstkontrollieren brauchst, denn das ist ein Energiefaktor, den man dafür braucht. Aber auf Dauer verbessert es deine Selbstkontrolle. Angenommen, du machst regelmäßig Sport. Das verbessert auch deine Selbstkontrolle auf Dauer. Angenommen, du stehst immer zum gleichen Zeitpunkt auf. Angenommen, du machst dein Bett jeden Morgen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Leute bei der Armee dann ihr Bett machen. Das ist auch der Grund, warum Leute, die zur Armee gehen, danach wiederkommen und deutlich disziplinierter sind, auch wenn es danach wieder weniger wird, weil sie diese Disziplin eben gar nicht mehr weiterführen. Ja, aber während sie in der Armee sind, sind sie deutlich disziplinierter. Ich habe da ein paar Kumpels, die da große Veränderungen bemerkt haben. Das sind alles Möglichkeiten, wie du deine Selbstkontrolle verbessern kannst. Punkt 1, Meditation. Punkt
zwei Selbstkontrollherausforderungen im Sinne von diszipliniert sein, Disziplinsachen machen und das stärkt deine Disziplinfähigkeit. Je mehr du rumschlonnelst, je unordentlicher alles ist, je mehr du Sachen schleifen lässt, desto weniger Disziplin baust du auf, desto weniger Disziplin hast du. Und wenn du dann diese großen Disziplinspeicher hast, wenn dein präfrontaler Kortex groß geworden ist und du sehr diszipliniert bist, dann bist du auf dem besten Weg zu einem erfolgreichen Leben und auch zu Erfolg mit Frauen. Ich hoffe, das war soweit klar. Wenn du dazu noch Fragen hast, in die Kommentare, Videovorschläge auch in die Kommentare. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir dich für einen Coachingplatz bei mir bewerben und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das hier in dieses Video anschließt. Schau da unbedingt vorbei, wenn du das Video gesehen hast und es dir gefallen hat. Geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.